Sarah Biasini, die Tochter von Romy Schneider und Daniel Biasini, hat ein intimes Buch geschrieben. Die Schönheit des Himmels erzählt von ihrer heutigen Beziehung zu ihrer berühmten Mutter, die starb als sie viereinhalb Jahre alt war und ihrer eigenen Rolle als Mutter. Je n'avais pas imaginé à quel point on repense à sa propre enfance quand on devient parent. Es war mir nicht bewusst, wie sehr man an seine eigene Kindheit denkt, wenn man selbst Eltern wird. Jedenfalls ich und vielleicht noch mehr, weil ich ein Mädchen erwartet habe. Die Frage nach der Mutter bleibt für mich eine ewige Frage. Als ich schwanger wurde, wollte ich unbedingt schreiben und es war klar, dass ich über dieses Thema schreiben würde. Es wurde mir bewusst, welche Liebe ich bekommen habe und welche Liebe ich geben würde. L'amour maternel, que j'allais donner, et celui que j'avais reçu. Das Coverfoto zeigt Romy Schneider mit ihrer zweijährigen Tochter Sarah in ihrem Haus in Südfrankreich. Ça illustre bien ce que Maternel, es zeigt gut, worüber ich schreiben wollte, über die Mutterliebe, die auch ungestüm und instinktiv sein kann. Gleichzeitig spiegelt dieser Kuss die ganze Unschuld und Schönheit dieser Welt. Und es zeigt auch, dass die Liebe eines Kindes zu seiner Mutter eine ganz besondere ist. Obwohl die 44-jährige Schauspielerin über Fragen nach ihrer berühmten Mutter immer wieder genervt war, wie sie schreibt, hat sie nun doch selbst ein Buch über sie geschrieben. Diesen Mythos, Romy Schneider erklärt sie sich so: Je pense que ce qui a bouleversé les gens chez ma mère, c'est son honnêteté et sa sincérité. Ich glaube, dass ihre Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit die Menschen umgeworfen hat. So hat sie auch ihre Figuren gespielt. Sie hat auch in einer Zeit gearbeitet, in der Frauen sich befreit haben und die Emanzipation und Unabhängigkeit stark geworden ist. Sie hat das Leben einer modernen Frau geführt, in ihrer Arbeit, in ihrem Privatleben, mit mehreren Männern, Scheidung, Umzug und Trennungen. Sie war sehr stark und mutig. Sie hat genau gewusst, was sie wollte. Sie hatte viel Ehrgeiz und Selbstbewusstsein und wusste, genau was sie konnte. Sie war eine große Schauspielerin und sehr gut in ihrer Arbeit. Das war alles sehr wichtig für sie. Und dann gab es noch diese unglaubliche Schönheit, diese unbeschreibliche Chemie. Man muss sie nur anschauen. Man hat Lust, sie stundenlang anzuschauen. Und das gab es alles zugleich. Schönheit, Intelligenz und Mut. Die Männer haben sie begehrt und die Frauen wollten sie als beste Freundin. Die Menschen, die Sarah Biasini musste in ihrem Leben viele Verluste hinnehmen. Ihr Bruder David starb, als sie dreieinhalb war, ihre Mutter ein Jahr später. Sie wuchs bei ihren Großeltern auf. Das Buch Schönheit des Himmels richtet sich an Biasinis bald vierjährige wohlbehütete Tochter Anna. Ich ich wollte auch erzählen, wie der Tod unsere Beziehungen zu anderen beeinflusst und besonders die zu unseren Kindern. In meiner Familie musste man plötzliche Todesfälle erfahren, darunter den Tod eines Kindes. Ich weiß, dass eine Mutter sehr jung sterben kann und ich weiß, dass ein Kind vor der Mutter sterben kann. Wir haben das in meiner Familie erlebt und das hat uns sehr beeinflusst. Wir lieben daher wie verrückt. Ich weiß, dass mein Vater und meine Großeltern mich auch auf diese Art geliebt haben. Und vielleicht bin ich in dieser Hinsicht noch ein bisschen verrückter. Die Schönheit des Himmels ist das erste Buch von Sarah Biersini. Ihr zweites ist bereits in Arbeit. Diesmal soll es ein Roman werden.